Ja, was ich auch noch dazu sagen wollte, an dieser Stelle vielleicht noch an unseren Kooperationspartner bzw. Auftraggeber ein großes Danke. Wie ihr wisst, Zumtobu wird ja nicht, ist nicht nur Logo daran beteiligt, sondern wird ja im Auftrag von Gesundheits von Steiermark umgesetzt. Und das habe ich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, beim ersten Mal noch gar nicht erwähnt. So sei es jetzt erwähnt und vielen Dank auch für die Zusammenarbeit, die jetzt schon einige Jahre lang dauert. Jawohl, und schon gehen wir hinein ins dritte Thema des heutigen Tages, nämlich die Corona-Pandemie, Covid-19. Und selbstverständlich, und wir alle wissen das, die mit Jugendlichen arbeiten, dass es gerade für junge Menschen eine große Herausforderung war, ist und war eine Zeit, die große Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und welche Auswirkungen das hat und welche Herausforderungen auch gerade junge Menschen da mehr oder weniger zu kämpfen hatten. Und vor allem, was wir so also mit Jugendlichen gemeinsam in unserer täglichen Arbeit tun können, um möglichst diese Auswirkungen abzufedern. Wer könnte das anders beantworten oder besser beantworten als Lukas Wagner, der nämlich nicht nur Medien- und Sexualpädagoge ist, sondern auch zertifizierter Säuglings-, Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und er ist noch dazu Vorstandsmitglied im Steirischen Landesverband für Psychotherapie. Und last but not least, im Übrigen ist er auch einer unserer ehemaligen Arbeitskollegen im Logo. Und deswegen freut es mich ganz besonders, lieber Lukas, dass du heute bei uns bist in der Mitte. Und ich darf dir auch gleich das Wort übergeben und deinen Input bitten. Super. Vielen lieben Dank. Hallo, ich hoffe, ich bin gut hörbar. Das ist immer die erste Frage jetzt Großartig. bei jedem Zoom-Meeting. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Was ich ja bei Zoom ganz nett finde, die mit Kamera dabei sind, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber man kann jetzt rechts oben bei den drei blauen Punkten, ne, beim Bild draufklicken, bei sich, und dann kann man sagen, Selbstansicht ausblenden, dann sieht man sich nicht ständig. Was total praktisch ist, weil wir auch sonst im Alltag nicht vor dem Spiegel arbeiten. Ne? Und uns das nicht sonderlich gut tut, dass wir uns ständig selbst sehen, weil man zuppelt immer an sich herum. Und dann denke ich wieder darüber nach, dass ich eine graue Jacke anhabe vor einem grauen Hintergrund und dass das eigentlich unmöglich ist und so weiter. Genau. Ich habe Zeit bekommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe das Gefühl, die Latte wurde hochgesteckt. Meine Ausbildnerin hat immer gesagt, wenn die Latte hochsteckt, dann kann man leicht runter durchgehen. Es entspannt mich wieder ein bisschen. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Das schaut dann so aus. Dann hat meine Tochter sie geschnappt und begonnen, darauf Figuren zu malen. Falls das jetzt ein bisschen unstrukturiert wirkt, dann folge ich der Logik meiner 2,5-jährigen Tochter, die das um ihre Beobachtungen ergänzt hat in den letzten Tagen. Genau. Vielleicht zu Beginn, ich mag so zwei Beobachtungen ein bisschen kombinieren. Das eine ist aus der Workshop-Tätigkeit, das heißt, ich Workshop und Unterricht mit in unterschiedlichsten Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, wo es immer um Kinder und Jugendliche geht, viel um digitale Medien, aber nicht nur. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Kombiniert mit meinen Beobachtungen soziologisch und vor allem aber aus der therapeutischen Arbeit. Das heißt, bei mir sind sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene in Therapie. Und das ist vielleicht auch so die erste Auswirkung. Wir müssen uns ja mal fragen, macht das überhaupt was mit Jugendlichen? Ja, aber wenn man da die Antwort nein ist, dann könnte ich jetzt aufhören zu reden und wir könnten früher nach Hause gehen und uns darauf einigen, dass das eh nichts macht mit den Jugendlichen. Ich habe einen Schnitt, ich schreibe mir das immer ein bisschen mit, weil es mich interessiert, so wie viele Anfragen für Therapie gibt es eigentlich, wie viele Leute melden sich, weil sie einen Platz möchten. Und das war vor der Corona-Pandemie, gute 2 bis 3 Anfragen pro Monat. Das ist ein Schnitt, mit dem bin ich zufrieden, den kann ich gut halten, da kann ich nicht jeden gleich nehmen. Ich habe Kassenplätze für Jugendliche auch und die gibt es einfach nicht unbegrenzt, und ich kann nicht unendlich viele Stunden arbeiten. Dann begann Corona und Lockdown 1 und plötzlich steigen diese Anfragen an auf nicht 3 pro Monat, sondern 3 pro Woche. Ja? Und ich merke, wow, das sind Eltern, die anrufen für Jugendliche oder Einrichtungen aus dem Gesundheits- oder Sozialbereich, die Therapieplätze suchen für Jugendliche. Der Aufhänger, ja, so viel zum Thema Auswirkungen auf die Gesundheit, war aber de facto nie Corona. Also ich bin im letzten Dreivierteljahr nicht angerufen worden, weil irgendeine Mutter oder Vater sagt oder eine Einrichtung, dem Sepp, der Lisa, dem Lukas geht so schlecht wegen Corona, sondern Dinge sind schlechter geworden. Das war unsere Beobachtung. Sitzt noch mehr vom Computer als vorher. Schulbesuch auch online nicht möglich.
zieht sich immer weiter zurück. Ja, da habe ich noch gar nicht so groß den Zusammenhang gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, es gibt vielleicht meine Arbeit recht, mehr Anfragen, stresst mich auch, weil ich kann sie nicht alle nehmen, das ist irgendwie schwierig. Okay, über den Sommer wird es wieder ruhiger und dann beginnt der Herbst, ja, und mit Herbst beginnt recht bald der Lockdown Light. Also ich finde es ja auch lustig, wie viele Worte wir um das herum erfunden haben. Ja, Lockdown Light, harte Lockdown, immer was das Nächste ist, ist immer meine Sorge. Da kommt dann der totale oder der Mega-Lockdown und so. Also wo wollen wir noch hin? Und plötzlich verdoppeln sich diese Anfragen aber nochmal. Und ich habe das erste Mal wirklich das Gefühl gehabt, mein Handy läutet ununterbrochen mit Anfragen für Psychotherapie, für Jugendliche, teilweise auch junge Erwachsene, aber der Fokus waren wirklich 12- bis 18-, 19-Jährige. Und das war mit der Überlegung, bin ich quasi in meinen Input hineingegangen, habe mir überlegt, woran liegt denn das eigentlich, dass das so viele Auswirkungen auf Jugendliche hat. Und wenn wir uns von unten nach oben arbeiten, dann bleibt ganz unten der Jugendliche. Aber darüber gibt es drei Ebenen, über die ich ein bisschen sprechen mag. Das eine ist nämlich die Familie. Familien, die gezwungen sind, so viel Zeit miteinander zu bringen wie noch nie vorher, noch nie für die meisten. Gerade wenn die Eltern eventuell in Kurzarbeit sind oder wie viele Österreicher und Österreicherinnen arbeitslos sind, ne, momentan. Oder in der Saisonarbeit sind, normalerweise jetzt auf der Skialm werden. Es gibt ja viele Möglichkeiten, es fällt alles weg. Das heißt, wir haben familiäre Auswirkungen. Die Kinder sehen ihre Eltern mehr oder hören sie mehr. Wir haben darüber institutionelle Auswirkungen, die mir also mit die größten Sorgen machen, nämlich dass die primäre Institution, die Kindern und Jugendlichen sozialen Austausch ermöglicht, die Schule, geschlossen ist und zwar überwiegend ersatzlos geschlossen ist. Ich mag auch dann darüber reden, wie psychische Gesundheit und Schule für Jugendliche zusammenhängt und was das bedeutet, wenn so ein System wegfällt, wo sie die Hälfte der Woche verbringen, eigentlich stundentechnisch. Und nochmal drüber, mit der Ebene könnte man beginnen, wäre eigentlich Gesellschaft und Politik. Und wir können jetzt versuchen, uns hineinzufühlen in den Durchschnitts-15-Jährigen oder die Durchschnitts-15-Jährige, die einen recht entspannten Februar erlebt. Aber irgendwie reden die Erwachsenen manchmal von dem komischen Schnupfen. Ja, aber man weiß noch nicht, ist das wirklich eine Geschichte oder ist das keine Geschichte und wie wird das und so. Die gleiche Jugendliche ist 5 Wochen später nicht mehr in der Schule. Ja. Das heißt, der 15-Jährige erlebt eine Gesellschaft, die für ihn, also das finde ich für die Teenager, das war in der Therapie ganz oft Thema, dass sie sagen, was betrifft mich das eigentlich? Was geht mich das an? Das ist eine vollkommen abstrakte Gefahr. Ne? So gut sind die Kinder informiert. Sie sind nicht die Risikogruppe, denen wirklich, unter Anführungszeichen, wirklich was Schlimmes passiert. Sie müssen sich quasi solidarisch erklären mit Generationen, die für sie 30, 40, 50, 80 Jahre weit weg sind, ohne noch genau zu wissen, warum. Also ihr primäres Bezugssystem, jetzt wieder die Institution Schule zum Beispiel, wird abgedreht und von ihnen wird was eingefordert, wo ihnen noch gar nicht klar war am Anfang, worum es eigentlich geht. Damit war auch eine meiner Beobachtungen für die Therapie und warum es für viele Kinder mir das Gefühl ganz, ganz schwierig war, war, dass mit den Kindern von Seiten der Politik nicht gut kommuniziert worden ist. Politisch und gesellschaftlich ist den Kindern viel zu wenig oder Jugendlichen klargemacht worden, worum geht es eigentlich? Ja, was passiert da eigentlich? Ja, was ist dieses Corona-Ding? Was bedeutet das für dich? Worauf musst du schauen? Und so weiter. Die Folge war natürlich, dass durch Lockdown 1 schon die Kreise, da gibt es ja tollen Daten von den Mobilfunkern, oder? Wie viel weniger wir uns bewegt haben. Der sonstige Bewegungsradius von Kindern, nämlich auch gesellschaftlich im Sinne von Freunde und Freundinnen treffen, im Sinne von fortgehen, im Sinne von draußen unterwegs sein, ganz, ganz stark beschränkt worden ist. Also der Kreis ist immer kleiner geworden. Der ist über den Sommer dann ein bisschen größer und jetzt wieder total zusammengegangen. Der zweite Teil ist ein institutioneller Teil. Das ist was total spannend war für mich, weil die Jugendlichen, die in Therapie sind, haben im März und April noch gelächelt und haben gesagt, Corona-Ferien, das war ein Traum für sie, das war herrlich, man kann zu Hause sitzen, wir haben Corona-Ferien. Eigentlich war Distance Learning oder Online-Unterricht, für viele war erste Stunde Fortnite spielen, zweite Stunde auf Discord mit den Freunden plaudern und Freundinnen, dritte Stunde wieder Fortnite spielen, vierte Stunde, da gibt es eine strenge Lehrer oder eine strenge Lehrerin, da muss man wieder mehr dabei sein, sozusagen, da schenkt man wieder Aufmerksamkeit, weil die fragt manchmal und in der fünften Stunde kann man wieder spielen gehen. Auch weil wir ein Bildungssystem gehabt haben, dass es einfach lernen hat müssen, wahnsinnig schnell. Ja, ich finde schon, Corona hat den größten Digitalisierungsschub im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich gebracht in den letzten 30 Jahren. Also wir haben uns in einem Mördertempo alle durchdigitalisiert jetzt mit all den Stolpersteinen, die da dazukommen. Ja.
Was das aber bedeutet hat für Jugendliche, ja, ich habe vorher die Liste durchgeschaut, dann sieht man teilweise ja, wer wo arbeitet. Wir arbeiten ja auch mit Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Gegebenheiten. Und ich finde das gerade im institutionellen Bereich war das so spannend, wie die Politik dann ganz erstaunt war. Nicht alle Jugendlichen haben einen eigenen Laptop. Nicht alle Jugendlichen haben superschnelles Internet zu Hause. Nicht alle Jugendlichen haben einen eigenen Arbeitsplatz, wo sie arbeiten können, ungestört. Also so, was da als Selbstverständlichkeit auch angenommen worden ist. Und was ja auch für unseren Vortrag oder unsere Arbeit hier jetzt ein Thema ist, und wo ich mir immer noch sehr schwer tue, was auch Jugendliche in der Therapie ganz oft thematisiert haben, wenn verlangt wird, dass sie die Kamera einschalten, bedeutet das, dass man in private Räume von Menschen schauen kann. Ja? So gut die virtuellen Hintergründe sind, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Und ich fand das immer sehr vertretenswert, dass Jugendliche sagen, das will ich nicht, ja? das akzeptiere ich nicht. Das ist mir zu persönlich, da sieht man mein Bett, da sieht man mein was auch immer, ja? Je nachdem, wie Familien auch wohnen. Also wenn ihr denkt, wir alle überlegen uns ein bisschen, wo man uns reinschauen darf. Und das ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Versus dem Recht der Schule, oder? Die sagt dann, wir müssen aber irgendwie wissen, ob du dabei bist. Was die Kids dann gemacht haben, also da gab es einen tollen Artikel aus den USA von den wirklich geschickten Burschen, die dann Videos von sich selber gemacht haben. Die haben sie in eine Endlosschleife gehängt und dann als virtuelle Kamera bei Zoom eingebunden und sich selber in Endlosschleife vorgespielt, wie sie zuschauen und lächeln und nicken und sind dann einfach weggegangen, ja, und haben das in Endlosschleife rennen lassen, das Video im Unterricht. Und es schaut täuschend echt aus. Es ist nicht zu erkennen, dass die gerade nicht wirklich anwesend sind. Also, so viel zur Medienkompetenz und Kreativität von Kindern und Jugendlichen. Was das aber auch bedeutet hat, ist, dass ihr primärer Begegnungsraum mit Freunden und Freundinnen weggefallen ist. Die Jugendstudien der letzten Jahre zeigen recht deutlich, dass die Jugendlichen weniger Freunde haben und weniger Freundinnen. Das heißt, die Kreise werden an sich kleiner. Wenn wir uns anschauen, wie Freundschaft heutzutage funktioniert, ist ein großer Teil davon digitale Freundschaft. Ja, das passiert online und die sozusagen Face-to-Face- und Offline-Freundschaften werden oft in der Schule gelebt oder ein bisschen über die Schule hinaus dann. Das ist komplett weggefallen. Ja, der unmittelbare, nämlich leibliche Austausch mit der Peer Group. Das war sehr spürbar in der Psychotherapie, weil sich das auch schön gezeigt hat, manche Einrichtungen haben erlaubt, dass die Jugendlichen weiterkommen, ja, oder manche Eltern auch, face-to-face, weil Psychotherapie war nie abgedreht, auch im weder Lockdown 1 noch Lockdown 2 noch sonst irgendwann. Also man durfte immer face-to-face weiterarbeiten, therapeutisch. Und das war gut machbar und das waren dann normale, wenn auch intensive Therapieprozesse. Aber eine andere Gruppe war die, die nicht kommen durften. Die hat man dann bestmöglich mit Online-Therapie versorgt. Und das funktioniert schon. Aber ja, es ist nun mal nicht dasselbe. Und das heißt, dieser Austauschraum, das Lernen auch bei einem Seminar oder so einer Konferenz wie heute, ja, passiert ja wahnsinnig viel informell, wenn wir in der Pause rauchen gehen miteinander. Ja, da werden die Inhalte reflektiert und durchbesprochen. Diese Räume fallen weg. Und für die Jugendlichen ist das aber gerade im Schulsetting, das Institutionelle, ihr primärer Bezugsrahmen, wo sie mit Menschen offline zu tun haben. Nach wie vor sind wir in einer Gesellschaft, also eine Gesellschaft geworden, finde ich, die in vielerlei Hinsicht Jugendliche im öffentlichen Raum nicht haben will. Ja, weil die skaten und spucken und sind laut und sitzen herum und hören Musik und was weiß ich was. Ja, das kommt dem sogar ein bisschen zugute, habe ich manchmal das Gefühl, dass das jetzt alles online passiert. Damit haben wir die, finde ich, sehr spürbare Ebene der Gesellschaft, die sehr spürbare Ebene der Institution, ja, was alles wegfällt für die Kinder. Das beginnt, finde ich, in der Sprache. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ist das noch eben aufgefallen. Dann kann man ja schreiben oder nicken oder so. Man kann mich übrigens gerne unterbrechen mit Phrase im Chat. Ich habe den Chat auch im Auge, falls man was dazwischen fragen mag. Ich bin nicht so strukturiert, dass das dann ein großes Problem ist. Wenn die Jugendlichen jetzt über Unterricht sprechen, dann sagen die immer Meeting. Ja, das ist ganz spannend. Das bildet schon auch die Realität ab ein bisschen. Das ist nicht Unterricht. Die sagen nicht, ich habe Englisch, sondern ich habe um 11 Uhr ein Meeting. Ja, damit sind sie ein bisschen in so einer, kommt der Soziologe durch, in mir, oder so einer neoliberalen Wirtschaftssprache irgendwie. Das ist ein Meeting, ja, da trifft man sich. Aber es hat auch nichts mehr mit Unterrichten zu tun plötzlich. Ja, und das sind, glaube ich, ich merke das so in den Therapien, wenn sie darüber sprechen, das sind die ersten Stolpersteine, wo sich ein bisschen abbildet, glaube ich, was das für Jugendliche im Hinblick auch auf Bildung bedeuten wird und auf Schule. Ist Schule Schule oder ist Schule ein Meeting, das man online abhält? Das heißt, wir haben Jugendliche, die in Gefahr umgehen müssen, ja, was sie belastet, weil sie nicht wirklich die Betroffenen sind und sich solidarisch erklären müssen mit einer Generation, wo sie nicht hundertprozentig verstehen, was noch los ist, und mit denen
nicht immer super gut kommuniziert worden ist. Wir haben Jugendliche, die massiv darunter leiden, dass ihr primäres Bezugssystem abgedreht worden ist. Das fanden sie eben, das muss ich vielleicht noch ergänzen, das war anfangs total lustig und im Mai haben alle Jugendlichen, die bei mir in Therapie sind, schon gesagt, wann fängt die Schule? Wann kann man endlich wieder in die Schule? Wie ist das jetzt mit der Schule? Ich freue mich auf die Schule. Was ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner Karriere jemals den Satz höre, dass 13, 14, 15, 16-Jährige sagen, ich freue mich auf die Schule. Wann geht das endlich wieder los, das Ganze? Wann darf man wieder in die Schule gehen? Das heißt auch wieder eine Sehnsucht nach diesem System Schule eigentlich, weil es Struktur gibt, weil es den Alltag prägt. Ja. Auch dazu, das mit der Medienpädagogik, mir kann so ein Thema nie ganz lassen, mag ich schon sagen, dass wir hatten vor Corona eine Durchschnittsnutzungszeit bei 10- bis 13-Jährigen in Österreich, also Mediennutzungszeit am Tag von 6 bis 8 Stunden. Ja, das heißt, die nutzen im Schnitt 6 bis 8 Stunden digitale Medien. Das war mit Schule gerechnet, also Beamer, Laptop, Tablet, Handy, was weiß ich was. Und mit Corona, neue Zahlen haben wir noch nicht, aber kann man 6 Stunden zwischen 8 und 14 Uhr zusammenbringen, wenn man Online-Unterricht hat. Da hat man noch nichts anderes gemacht, wenn man nachher noch Fortnite spielt, Freunde trifft und so weiter. Das heißt, wir haben auch wieder eine Generation, die noch mehr mit digitalen Medien konfrontiert ist jetzt. Ja, das passt zum Thema meines Vorredners, ja, und zum Digital Detox damit auch. Schule ist jetzt gerade digital, jetzt wieder weniger. Ne, schauen wir, wie das weitergeht und wie lang es so sein wird. Wir kommen damit auch zu dem, wo, finde ich, der Lockdown die meisten Auswirkungen auf die Jugendlichen hatte, nämlich familiär. Dass die Jugendlichen, die in schwierigen Familiensystemen sind, und das sind eben nicht wenige, diesen schwierigen Familiensystemen nicht mehr entrinnen können, ne, oder viel schwerer. Für ganz viele war die Schule, auch das offene Jugendzentrum, das aufgesperrte Fußballplatz oder sonst was, die Pfadfinder, wenn sie sich face-to-face getroffen haben, die waren der Safe Space. Ja, dort waren die Eltern nicht, dort war eine Gewaltsituation nicht, dort war die Vernachlässigungssituation nicht, aber auch beim Durchschnittsteenager sozusagen, ganz ohne physische Gewalt oder psychische Gewalt, kann man sagen, dort waren auch diese normalen familiären Alltagstroubles nicht. Das waren immer Ausweichräume eigentlich. Und diese Ausweichräume sind familiär weggebrochen. Plötzlich, weil das nach innen gekehrt wurde und weil nicht nur die Mama, also Mama, Papa, Kind sozusagen zu Hause war oder Mama, Mama, Kind und so weiter, ihr wisst, was ich meine, aber plötzlich waren Familien ganz viel Zeit aufeinander und sind es immer noch. Und ich merke das ganz stark auch bei Erwachsenen, ja, so viele Erwachsene, die bei mir in Therapie sind, die haben Beziehungen, ja, romantische Beziehungen, einen Ehemann, Ehefrau und so weiter, und wie viel die erzählen plötzlich, dass sie streiten, wenn man aufeinander sitzt nämlich, ja, wie viel Raum das für Konflikt bietet, wenn man wenig Raum hat, vielleicht auch sich auszuweichen, ja, wenn man nicht einfach rausgehen kann, nicht einfach in ein anderes Zimmer gehen kann. Die Anfragen, die dann zu mir kommen sind, von Jugendlichen, waren oft hochbelastete Familien und hochbelastete Jugendliche, die im Lockdown diesen Situationen ausgesetzt waren und nicht wussten, wie sie damit kommen können. Ein großer Aspekt in dem war auch, ich finde, das spürt man, dass das Thema Corona ist kein wissenschaftliches, ja, das sollte sein, aber es ist ein hochpolarisierendes Thema und es ist ein politisch aufgeladenes Thema. Und das war ganz spürbar, dass Familien so unterschiedliche Lösungen auch gefunden haben. Und selbst wenn sich die Jugendlichen dann treffen wollten mit Freunden und Freundinnen, haben manche Familien das erlaubt, manche haben das verboten, manche waren ganz streng. Also ich hatte eine riesige familiäre Eskalation, ja, also kurz vor dem Polizeieinsatz sozusagen, weil ein Jugendlicher nicht sofort nach dem Nachhausekommen die Hände gewaschen hat. Und es hat zu einem derartigen Konflikt geführt zu Hause, dass wir kurz vor der Fremdunterbringung waren, weil nicht mehr klar war, wie soll man da jetzt die Wogen wieder glätten. Ja? Und das sind Corona-Konflikte. Ja? Das sind Konflikte, die direkt mit dem Lockdown und mit dieser Situation zu tun haben. Die hätten vielleicht über was anderes gestritten sonst, aber ich denke nicht in dieser Heftigkeit. Wir alle als fitte und sozusagen, ich sage das immer halb ein bisschen sarkastisch, aber ein bisschen überwiegend austherapierte Erwachsene, für uns ist die Situation schwierig. Ja? Also für uns ist das nicht leicht, oft das alles zu handeln. Ja? Alle Unsicherheiten, neue Infos gegen Infos, tägliche Statistiken, also das ist auch was ich beobachte, was auch die Jugendlichen dann beschäftigt hat. Statistiken, wie viele Menschen verstorben sind seit gestern. Ja, Live-Ticker kennen wir sonst von Fußballspielen und jetzt haben wir Live-Ticker zu dem, wie viele Menschen seit gestern verstorben sind, wie viele Betten gibt es auf der Intensivstation. Ja. Familien mit unterschiedlichen Lösungen geraten aneinander und ich habe ganz viel Kinder erlebt, die darunter leiden, dass sie in einem Loyalitätskonflikt sind. Höre ich auf meine Eltern, folge ich den Familienregeln, ja, oder mache ich das nicht?
ein junger Bursche, vielleicht auch mal eine konkrete Geschichte zu erzählen. Er ist wirklich, er ist total süß, ich liebe ihn über alles und er ist wahnsinnig verliebt. Ja, er ist so verliebt, er hat ein Mädel online kennengelernt und so und sie chatten und Bibabo und sonst was und schreiben uns und schicken sich Snaps hin und her, als alles bestens und sie wollen sich treffen. Ja, und all diese Treffen dürfen nur heimlich stattfinden, weil seine Eltern sind sehr streng, ihre wären da eher liberal, die haben gesagt, du, wenn du schmusen magst, such dir eine Person aus zum Schmusen und belasse es dabei sozusagen. In seiner Familie undenkbar. Ja. Und ich glaube, es sind manchmal, so wie die Kinder unter der Summe der Situation leiden, merke ich für mich in der Therapie oft, dass es so schwierig ist, dass sie in Einzelfällen leiden. Das sind einzelne Geschichten sozusagen, an denen sich das dann aufhängt. Einzelne Dinge, die nicht möglich sind, die wehtun. Ja. Der ist eh geschickt, der hat das dann jetzt irgendwie verheimlicht und der sagt ihm, er geht skaten, spazieren oder sonst was und in Wirklichkeit gehen sie irgendwo hin schmusen. Was ich super finde, ja, es lebe der Widerstand sozusagen, weil wir auch in eine Situation kommen, damit komme ich dann auch langsam zu dem, was das für uns bedeutet und für unsere Arbeit, wo wir ja nicht nur einen Gesundheitsfaktor gegeneinander abwiegen. Und damit ist es auch ein Dilemma, weil wir haben nicht nur eine körperliche Gesundheit, wir haben auch eine seelische und psychische Gesundheit. Und meine Sorge ist immer wieder, dass wir da eine Rechnung machen müssen, die man nicht machen kann, weil es ein Dilemma ist, weil es keine gute Lösung gibt dafür. Also wie viel seelisches Leid ist man bereit in Kauf zu nehmen für welches sozusagen Gegenmaß an körperlichem Leid? Ich erlebe Jugendliche momentan als sehr stark belastet oft. Ich habe das Gefühl, dass es vielen überhaupt nicht gut geht. Das zeigt sich, um Beispiele zu nennen von dem, aber ganz stark auch im Bereich der Bildung, also inwiefern die von dem digitalen Distance Learning und sonst was profitieren können. Ich finde, da zeigt sich, wir haben, also gefühlt, das sind jetzt bitte keine wissenschaftlichen Zahlen, das ist tatsächlich mein Bauchgefühl, 10% Bildungsgewinner und Gewinnerinnen, die würden in jedem System profitieren. Also das sind Jugendliche, die gerne in die Schule gehen, die gute Noten schreiben und ob das online von zu Hause ist oder face-to-face, ist für sie in jedem Fall egal. Wir haben 30%, 40%, 50%, die da schon mitkommen, sozusagen, die machen das schon. Aber wir haben sicher, da lehne ich mich aus dem Fenster, 20%, 30%, die von diesem, mit dem System nichts anfangen können. Ja? Und die auch unter dem leiden, dass ihnen sehr wohl bewusst ist, dass sie immer weiter hinten sind und dass sie keine Perspektive sehen, das aufzuholen. Ja? Also dieses selbstgesteuerte, autonome Lernen von zu Hause, ich finde, da können wir uns als Erwachsene fragen, wie gut können wir das? Ja, kann ich das? Also wie gut gelingt es uns bei einem Seminar, bei einem Online-Vortrag wirklich bei der Sache zu bleiben? Selbst wenn wir uns angemeldet haben und uns thematisch dafür interessieren, ist eine Dreiviertelstunde anstrengend, wirklich anstrengend. Und von Kindern erwartet man aber, dass sie 6-7 Stunden Mathe, Geschichte, Deutsch, Englisch online machen, mit allen Ablenkungen, die digitale Medien bieten. Sie könnten genauso gut Fortnite spielen oder auf der Switch irgendwas nebenbei machen mit ausgeschalteter Kamera. Da erlebe ich jetzt sehr viel Jugendliche gefühlt, die durch diesen Lockdown sehr verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, da kommen sie nicht mehr mit, sozusagen. Also wie soll sich das ausgehen? Das Semester, jetzt sind alle Schularbeiten komprimiert oder finden gar nicht statt oder sind verschoben. Wie kann es mir gelingen, da jemals wieder aufzuholen auf das? Ich habe mir so überlegt, wenn ich Symptome zusammenfassen müsste, ja, dann würde ich die Auswirkungsfrage konkreter beantworten, die ja im Titel steht, so die Auswirkungen des Lockdowns. Ich würde sagen, Auswirkungen des Lockdowns sind, dass Kinder und Jugendliche vermehrt Einsamkeit erleben. Ja. Es gibt von der UNICEF eine große Studie, die hat die Kids gefragt, 8000 Kinder, was war weltweit? Ja. So, was erlebt ihr für Symptome? Wie geht es euch? Und da haben ein gutes Drittel jeweils gesagt, ich erlebe häufiger depressive Symptomatiken, häufiger Angst und Panik, ich erlebe häufiger Stress, Verzweiflung. Aber vor allem Einsamkeit. Und Einsamkeit ist ein Thema unserer Zeit. Digitale Medien als die großen Einsammacher. Ja, das heißt, wir leben unsere Beziehungen online. Das ist ein bisschen wie Beziehung leben und das hat Elemente einer Beziehung, aber es lässt uns leiblich und im Miteinander alleine. Ja, ich bin doch als Säuglingskinder- und Jugendpsychotherapeut, darf man sich nennen in Österreich. Aber wenn wir daran denken, wie kleine Kinder, Säuglinge mit der Welt in Beziehung gehen, dann ist das über Körperkontakt, ja, und über ein leibliches Miteinander. Man kann eben Kinder nicht durch einen Computer erziehen lassen. Man kann mit einem Computer nicht kuscheln, man kann mit dem nicht schmusen, man kann mit dem nicht heimlich rauchen gehen in der Pause und das geht alles nicht. Das geht nur mit Menschen. Ja. Das fehlt den Kindern.
Ja, das fehlt ihnen massiv. Und ich glaube, dass wir eine ganze Corona-Generation an Teenagern haben jetzt, die das in einer gewissen Weise prägen wird. Und die aber gleichzeitig auch gelernt haben, ich kann dem aus dem Weg gehen, wenn ich mich vor den Bildschirm setze. Weil das ist ihre Flucht in digitale Welten. Ja, das ist der Widerstand der Kinder und Jugendlichen, oder? Wenn die reale Welt schwierig wird, dann geht man in digitale Welten. Da ist die Welt in Ordnung, da ist sie kontrollierbar, da kann man sich austoben, da kann man Spaß haben. Ein bisschen auch, und das mag ich jetzt auch immer dazu sagen, ist, dass Jugendlichen jetzt im Lockdown nochmal, denen fehlen Räume zur Provokation. Ja, also wie sollen sich die mit anderen Jugendlichen reiben? Wie sollen die ihre Lehrer und Lehrerinnen auf die Palme bringen? Wie sollen die auch am Skateplatz zu laut sein, bis die Nachbarn rausschreien, jetzt seid ihr mal endlich ruhig? Das fehlt ihnen. Aber was sie haben, sind Online-Räume, in denen sie provozieren können. Wenn sie nämlich stundenlang Fortnite spielen, werden die Eltern fuchsteufelswild. Und damit können sie auch diese Entwicklungsaufgabe Provokation wahrnehmen. Ja, das ist sogar ganz wichtig. Also ich finde es wichtig, dass sie sich da ein bisschen, dass da Regelverstöße möglich sind für sie. Bis jetzt waren diese Regelverstöße nämlich nicht gesundheitsgefährdend. Wenn sie jetzt rausgehen und heimlich schmusen oder ohne Maske einkaufen gehen oder was weiß ich was, sind das potenziell gesundheitsgefährliche Regelverstöße, so wird sie gelabelt. Und das machen die Jugendlichen dann doch wieder nicht mit. Weil das finde ich schon, ja, also das war jetzt auch meine Beobachtung mit den Kids, mit denen ich arbeite, die gehen sehr konform mit dem. Also die finden schon ihren Widerstand in dem, dass sie halt Fortnite spielen statt Mathe. Aber sie sagen nicht, die Politik interessiert mich nicht, Maskenregeln interessieren mich nicht, das ist mir alles wurscht, ich mache, was ich will. Sondern die schränken sich wirklich an. Ich finde, das muss man ihnen hoch anrechnen. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist für uns alle verdammt schwer. Aber wir haben wenig so einen Teenager-Jahre gehabt, wo man draußen unterwegs sein hat können und wo es nicht potenziell gefährlich war, jemanden zu umarmen. Letzter Satz zu dem, wie das auch weitergeht, das ist, war auch eine Beobachtung, die mir ein bisschen Sorgen macht, wenn man das auch nach dem Zweiten Weltkrieg so gesehen hat, diesen Shell-Schock oder Bomb-Schock nennt man das. Stellen wir uns mal vor, es gibt morgen magisch die Impfung für alle. Wir können morgen alle impfen gehen, Corona ist verschwunden und ausgerottet. Wir gehen nicht sofort zur normalen Tagesordnung über. Ja, es wird ganz komisch sein, für lange Zeit Menschen die Hand zu geben, Menschen zu umarmen, ohne Maske einkaufen zu gehen. Das ist wie wenn man nackert einkaufen geht, habe ich das Gefühl. Das heißt, bis wir uns als Gesellschaft umstellen, bis wir das verarbeitet haben, wird eine lange Zeit vergehen, auch für die Teenager. Die haben jetzt gelernt, umarmen ist ansteckend. Eine liebe Freundin hat das bei einem kleinen Kind so nett beobachtet. Die haben so diese kleinen gelben Quietschenten für die Badewanne. Die kennen vielleicht manche, die gibt es in so ganz verschiedenen Varianten. Und da gibt es eine Quietschente, die schaut aus wie eine Chirurgin. Ja, die hat halt so eine Gesichtsmaske und ich glaube, sie hat so eine Art Skalpell in der Hand oder so. Und die kleine Tochter sitzt in der Badewanne und sagt, schau Mama, ein Friseur. Und das zeigt, wie die Welt sich ändert und was das auch mit der Wahrnehmung der Welt macht sozusagen. Wir kommen auf die unterste Ebene, nämlich die individuelle und damit auch, was heißt das für uns? Also was war mein Gefühl, was brauchen, das ist wirklich nur meine Ansicht zu dem, was brauchen Jugendliche und ich habe mir da jede Menge Stichwörter aufgeschrieben und ich beginne mit dem, womit irgendwie in allen Seminaren immer alle beginnen, aber es ist der zentrale Punkt, was Jugendliche jetzt brauchen, ist Beziehung, Beziehung, Beziehung und sie brauchen Beziehungsangebote von uns, die einerseits online stattfinden, ja, weil das ist der Raum, wo sie sich aufhalten gerade. Und die aber online stattfinden, ohne sich anzubiedern. Ja, das ist mir immer ganz wichtig, weil wir sind halt keine Jugendlichen. Ja, wenn wir einen auf Jugendlich online machen, ist das immer ein bisschen schräg, aber die trotzdem authentisch kommunizieren. Ja, zu dem Thema kann man ganze Seminare füllen. Aber was ich meine ist, wir müssen die Jugendlichen dort abholen, wo sie gerade sind, also in den Online-Räumen, aber ihnen auch, wo immer es nur geht, Offline-Beziehungsangebote bringen wieder, die zwar respektieren, dass es diese Veränderungen gegeben hat, aber die eben diese Veränderungen in der Beziehung auch zum Thema machen. Ja, das ist sozusagen der Unterpunkt zur Beziehung, ist, was Jugendliche ganz dringend brauchen, sind Reflexionsräume für diese Erfahrungen. Die brauchen Möglichkeiten, in welcher Form auch immer, das sind Gruppenarbeiten, Einzelarbeit, Gespräche, das kann man auf Online-Plattformen realisieren, die ihnen Platz und Raum geben in ihrer Sprache und im Austausch mit Bezugspersonen oder auch der Peer Group, diese Corona- und Lockdown-Erfahrungen zu besprechen in einem möglichst geschützten Rahmen. Wie war das in meiner Familie? Wie ist das mit dem Händewaschen? Wie ist das mit Maske tragen? Was sagen meine Eltern zur Impfung? Will ich mich selber impfen lassen für die Kinder, die alt genug sind? Das betrifft die natürlich auch. Das sind Gesundheitsentscheidungen. Was bedeutet pro Tag 10, 12 Stunden vorm Computer zu sitzen?
wie gehe ich mit dem um, wenn ich mich einsam fühle? Wie kann ich an meine Freundschaften wieder anknüpfen? Ja, das ist ganz spannend, ganz starke Beobachtung, die ich gehabt habe bei Jugendlichen jetzt in der Therapie, dass sie gesagt haben, boah, eigentlich höre ich nur noch ein, zwei Leute wirklich regelmäßig. Es ist komisch, sind ganz viele Freundschaften weggefallen, sozusagen. Also wie kann es mir auch gelingen, in einer Zeit, die für viele sehr beziehungslos war, wieder in Beziehung zu gehen? Und ich glaube, da werden sie unsere Hilfe brauchen. Ja, nämlich, sie wissen schon, wie man Beziehung lebt, wissen die Kids schon, aber dass man sie ein bisschen anschiebt und ihnen Mut macht und sagt, ja, es ist okay, Beziehungen schlafen ein in so einer Zeit, oder, wenn man eingesperrt ist zu Hause. Aber die lassen sich auch wieder aktivieren und so könnte es das angehen. Oder so könnte man das machen. Ja? Aber der erste Teil und der größte Teil ist, dass man ihnen deutlich macht, dass es quasi wieder Beziehungsangebote für sie gibt. Dass nur, wenn man nicht erreichbar war, man nicht weg ist. Das ist eine ganz große Unterscheidung, glaube ich, die ganz, ganz wichtig ist für die Jugendlichen. Es ist ja auch in der Schule so, oder? Nur weil Schule nicht mehr face-to-face stattfindet, heißt es nicht, dass die Institution Schule nicht mehr existiert. Und ich würde mir das wünschen, also es bleibt natürlich eine Utopie, aber dass jede Schule, wenn die Kids zurückkommen aus dem Lockdown, 2 Tage nur Reflexion macht. Nur, wie war das? Was waren eure Erfahrungen? Wie war das zu Hause? Wie ist es euch mit dem gegangen? Können wir das zeichnen, malen, tanzen? Können wir das aufstellen? Können wir, ich weiß nicht was, alles? Ja? Weil, also ich finde, der Gedanke ist, all diese Erfahrungen, die wir ja auch gemacht haben, ja, Isolationserfahrungen oder machen, eingesperrte Erfahrungen, auch finde ich Erfahrungen von eben dieser subtilen und indirekten Bedrohung brauchen einen Raum, um reflektiert zu werden. Ja, die müssen besprochen werden, die müssen ganz therapeutisch oder fertig gefühlt werden. Es geht nicht nur ums Reden, es geht vielleicht sogar viel mehr ums Spüren, dass das was mit uns allen macht. Den Raum brauchen die Jugendlichen von uns in jeder erdenklichen Form. Ja. Was sie auch brauchen, das wäre so der zweite Teil, ist, glaube ich, dass wir möglichst gut und klar mit ihnen kommunizieren. Ja, stichwortmäßig, da ist ein kleiner Baum hingemalt, das war nicht von mir, und dann steht drunter, steht Orientierung und Aufklärung. Ja, was ich meine, ist, dass ich das, und das war jetzt vielleicht wieder eine sehr subjektive Beobachtung, aber von den vielen Jugendlichen, die in Therapie sind bei mir, die wenigsten wirklich gecheckt haben, was die Regeln gerade sind. Oder warum das? Das ist doch wie die Grippe, sagen sie immer. Oder wie ist das jetzt mit dieser Impfung? Muss man sich jetzt eigentlich impfen lassen? Oder weiß nicht was, der Mama, die Papa haben gesagt, irgendwie, dass in der Impfung, das sind Mikrochips drinnen und das ist voll gefährlich und das kann man nicht machen und so. Ja? Also das sind wir auch bei der Jugendinformation, oder? Also wo kriegen Jugendliche jetzt gute und klare Informationen her, die gleichzeitig wieder diese Reflexion ermöglichen, ja? Die ihnen helfen, diese Erfahrungen einzuordnen, die sie machen. Aufklärung bedeutet eben auch das, was für uns, finde ich, gerade ganz schwer ist. Ich meine, die Impfung, es ist das Gefühl, es kommt immer ein neues Licht am Ende des Tunnels, oder? Darüber machen sich eh schon alle lustig. Der Anschober sagt, alle 2 Wochen sagt er, die nächsten 2 Wochen werden entscheidend. Darauf, auf der Standard-Live-Ticker springt er schon total auf das an. Jedes Mal hebt er das ganz fett hervor, oder die nächsten 2 Wochen. Uns fehlt nämlich auch gerade ein bisschen die Perspektive. Ne? Weil wie geht denn das weiter? Also wie soll denn das sein jetzt mit Weihnachten und mit Silvester? Wie soll denn das sein mit den Energieferien? Wie soll das sein mit dem Frühjahr? Und ich finde auch da, also diese Angst von den Jugendlichen braucht wieder Raum und Platz in Beziehungen, dass sie reflektiert wird, die muss ernst genommen werden und es ist unser Job, da bestmögliche Orientierung zu geben. Ja, das ist unser Fahrplan als Jugendzentrum, das ist unser Fahrplan als Einrichtung im Sozialbereich. Das haben wir uns überlegt quasi, weil wir momentan gerade für die Kids ganz wenig Orientierung haben. Ja, wir können uns für die Erwachsenen fragen, wann ist die Kurzarbeit vorbei? Keiner weiß es. Wann gibt es die Impfung? Irgendwann dann, spätestens wenn sie da ist. Ja, also es sind ganz abstrakte Antworten gerade, mit denen es ganz schwer zu arbeiten ist. Und gerade, ich finde gerade Teenager sind dabei, ihre innere Welt zu sortieren. Ja, also weiß ich, ein lebenslanger Prozess, aber die gerade ganz besonders. Und ich glaube, da können wir gerade ganz viel helfend mit eingreifen. Jugendzentrum, die Corona-Stunde jede Woche, wo man drüber spricht, was das gerade bedeutet, was die neuen Maßnahmen sind, wie es weitergeht. Da kann man, glaube ich, ganz viele Themen aufgreifen. Was bringen unterschiedliche Masken? Wie ist das mit Impfungen grundsätzlich? Und auch pädagogisch viele Themen mit reinbringen. Kannst du was geben wie eine Impfpflicht überhaupt? Oder warum ist das ein Eingriff in die Gesundheit, der nicht möglich ist? Und, und. Ne? Diese Räume fehlen gerade. Weil, und ich finde, dass das, was ich der Schule noch am ehesten ein bisschen ankreide, weil ich das Gefühl, haben sich alle wahnsinnig viel Mühe gegeben, es haben trotzdem alle versucht, so weiterzumachen, als wäre nichts.
Und das halte ich nicht für einen guten Zugang. Ja, es gibt mit Corona, jetzt mit dieser ganzen Geschichte im März und Lockdown 1, gesellschaftlich, also in unserem Erleben der letzten von mir aus 100 Jahre, ein Davor und ein Danach. Ja, das war ein massiver Einbruch biografisch für uns alle. Ja, also man kann versuchen, beschreibt es mir, wie die Welt vor Corona war, da müssen wir wirklich nachdenken schon. Also wir haben Menschen umarmt, wir waren auf Festivals, wir haben getanzt nebeneinander in Kellerlokalen im Univiertel. Man hat sich mit wem ein Bier geteilt, ich glaube, ich spinne. Ja? Unvorstellbare Dinge gerade. Ja? Das ist das Davor und das Danach, finde ich. Und das müssen wir respektieren und das braucht Zeit, um das aufzuarbeiten und zu bearbeiten. Ja? Ich gebe noch einen Punkt dazu, da muss ich mal aufpassen, dass es nicht zu kitschig wird, bitte mich nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dass wir für viele Jugendliche gerade stellvertretende Hoffnung spielen müssen, indem, dass die Dinge wieder gut werden. Also wir müssen ihnen ganz aufzeigen, das wird schon wieder, ja, das ist eine Phase, wir schaffen das als Gesellschaft, ihr schafft das als Familie, wir schaffen das als Einrichtung, wir in unserer Beziehung, therapeutische Beziehung, pädagogische Beziehung, freundschaftliche Beziehung, wir schaffen das miteinander. Ja, das, was dieser Zusammenhalt ist eigentlich. Corona hat schon Tendenz, eben weil es politisch so aufgeladen ist, zu spalten auch. Das spürt man auch bei den Jugendlichen, finde ich. Ja, das sind immer Lager. Die Corona-Leugner und Leugnerinnen und die Querdenker und die alles ganz ernst nehmen und immer mehr spaltet sich das. Ja, und mein Gefühl war oft, dass Hoffnung ist was eher wieder vereint ein bisschen. Ja, wir miteinander, wir kriegen das gut hin. Ja, ich schaue auf dich und du schaust auf mich. Die Kampagne, wenn man die denkt, zum Beispiel. Wenn uns das gelingt, ja, und wenn die Jugendlichen damit einen Reflexionsraum bekommen für diese Einsamkeit, die sie erleben, für die Konflikte, die sie erleben, ja, für den Lockdown, für das Eingesperrtsein, wenn wir helfen, sozusagen ein bisschen mit anzuschieben, dass die wieder hinauskommen, dass die wieder in Beziehung gehen, mutig sind, dass sich die wieder zunehmend trauen, sozusagen offline in Kontakt zu gehen und das nicht als gefährlich erleben. Und wenn sie das als gefährlich erleben, mit ihnen darüber reden, ja, ich glaube, dann können wir ganz zuversichtlich sein, dass wir das auch als Gesellschaft gut hinbekommen werden. Ja? Dass wir das jetzt, spiele ich die stellvertretende Hoffnung, ja? Aber ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass wir das gemeinsam alle gut hinbekommen werden. Es ist halt eine Generation an Teenagern auch, die waren vorher schon gut im Physical Distancing. Ja? Ich habe mir das vor ein Ding, das mir gekommen ist, die sind Physical Distancing und Digital Closeness. Ja? Also das ist wo das Physical Distancing für sie eh schon geübt ist, haben sie natürlich auch die Ressource Digital Closeness. Das ist eine Generation, die es gewohnt ist, Beziehung digital zu leben. Ja, das spricht auch für digitale Beratungsangebote, Therapieangebote, aber auch für das, dass die Jugendlichen es schon schaffen, Beziehungen zu überbrücken im digitalen Raum. Ja, was sie brauchen, sind Offline-Räume zum Reflektieren, zum Verstehen, zum Verstanden werden in Beziehungen und jede Menge Hoffnung von uns. Genau. So viel dazu. Das waren jetzt meine Überlegungen. Haben wir noch Zeit? Ich habe so jetzt ein Zeitgefühl verloren. Waren das? Es waren 40 circa Minuten. 5 Minuten haben wir Zeit. Ja, Fragen. So mich ja, wenn du fertig bist, Lukas, mit deinem Input, sage ich mal vielen herzlichen Dank auf jeden Fall bis da. Kommen auch schon im Chat die ersten Rückmeldungen, dass du das ganz toll reflektiert hast. Und ich persönlich finde ja großartig, dass du das aus deiner eigenen Perspektive auch bringst und aus deiner Sicht als durchaus jemand, der gerade mit dem Thema Jugendliche und Krisenumgang direkt betroffen ist und direkt mitbekommt, wie das Ganze abläuft. Die Einladung an der Stelle natürlich an euch wieder, die ihr da seid. Gibt es Fragen? Es gibt eine Frage im Chat. Und zwar, wie du die Ängste bezüglich der Impfung wahrnimmst bei den Jugendlichen? Ja, ich finde das Thema wissenschaftlicher irre spannend. Ich bin so ein begeisterter Podcast-Hörer und jetzt habe ich wieder einen amerikanischen Podcast gehört mit dem Impfstoffentwickler, der den Rotavirus-Impfstoff entwickelt hat, im Interview mit einem anderen Wissenschaftler 3,5 Stunden zur Biochemie und sonst was und Messenger-RNA und so. Und was für ein unfassbar komplexes Thema das ist. Ne? Und bei den Jugendlichen fällt mir dann wieder auf, dass es nicht nur ein wissenschaftlich komplexes Thema ist, sondern ein emotional komplexes Thema.
eben weil die sich ja nicht als die betroffene Risikogruppe erleben und wir aber immer mehr Solidarität fordern von ihnen. Jetzt sollten sie sich bald einmal solidarisch impfen lassen, solidarisch zu Hause bleiben, solidarisch eben nicht schmusen, nicht fortgehen, nicht Party machen, nicht auf Festivals gehen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das beschäftigt sie. Wenig auf dieser Angstebene, sondern eher, weil sie Angst, Ansteckungen von den Eltern erleben. Ja, also habe ich das Gefühl, dass die Eltern polarisierende Informationen an die Kinder weitergeben und dass wir überhaupt, finde ich, in den letzten, und ich finde, das hat begonnen mit der Flüchtlingssituation vor ein paar Jahren, in einer Zeitalter leben, dass eine Politik der Angst lebt. Ja, die Angst vor den anderen, die Angst vor den Impfungen, die Angst vor Corona. Und Angst bringt Wählerstimmen, ja, und Wählerinnenstimmen. Angst motiviert die Menschen. Aus Angst trifft man blöde Entscheidungen. Ja, da handelt man mehr instinktiv als gut ist, nämlich im Sinne einer Verteidigung. Und das erlebe ich bei den Kindern. Die sagen in der Therapie, die Eltern reden irgendwie über nichts anderes mehr. Und die Mama hat schon wieder gesagt, es wird eine Impfpflicht geben. Und was heißt denn das eigentlich? Und kann man da krank werden von der Impfung? Die Mama hat gesagt, da kann alles Mögliche passieren und so. Diese Ängste erlebe ich. Ja. Und da ist es so fein, wenn sie einfach drüber reden können. Ist noch eine Frage? Ja, ich mache gerade. Soll ich sie vorlesen? Ja, ich habe sie. Soll ich es vorlesen? Ich habe sie. Eine Frage war zur Entwicklungsaufgabe Provokation, ob ich etwas zur Funktion der Entwicklungsaufgabe sagen und zur gelungenen Abschätzung, Nachbearbeitung, Nachholung sagen kann. Ja, gern. Ja. Also sagen wir, die klassische Teenager-Aufgabe Provokation, oder? Provokation im Sinne von der Abgrenzung gegenüber den Alten. Ja, die faden über 30-jährigen alten Menschen, die alle Regeln befolgen, bla bla bla. Ja, super. Provokationsraum war früher viel, also was war Provokation? Das waren die Punks, oder? Die Hose unterm Bobsch und Dreadlocks und tätowiert und laut und Bier trinken und was weiß ich was. Das, Jugendbewegung waren oft Provokationsbewegungen. Techno, die Gabbers, die Emos, die Krocher, das waren Abgrenzungsbewegungen. Und also Provokation über den öffentlichen Raum hat aber aufgehört, weil die Jugendlichen im öffentlichen Raum wenig Platz haben. Und der zweite Faktor ist, wir sind so eine tolerante Gesellschaft. Also was sollen die noch machen, wenn der Jugendliche heimkommt und sagt, ich bin schwul oder lesbisch? Okay, ja, yeah, wie auch immer. Ja, oder ich mag Dreadlocks, ja eh, viel Spaß damit. Ja. Die Hose unter dem Bobsch tragt auch niemand mehr, weil das machen die YouTuber und YouTuberinnen auch nicht. Ich finde, Jugendliche sind relativ homogen angezogen zum Beispiel. Das heißt, Jugendkultur als Kultur der Abgrenzung ist Digitalkultur geworden. Fortnite, YouTube, Instagram, Snapchat, da findet Jugendkultur jetzt statt. Weil es auch eben eine der wenigen Dinge ist, die uns noch auf die Palme bringen. Wenn die Kinder brutale Spiele spielen, das finden wir ganz arg. Das geht nicht, weil da werden sie süchtig und was weiß ich was. Da gelingt ihnen eine ganz zentrale Abgrenzung. Und ich glaube, die gelingt ihnen gut, weil die wenigsten, die spielen, werden wirklich süchtig. Aber alle bringen ihre Eltern auf die Palme mit dem, dass sie mehr Tablet, mehr Handy, mehr Laptop, mehr Xbox wollen. Ja, das gelingt und irgendwann ist das nicht mehr so spannend und dann hört es von selber auch wieder auf. Ich glaube, mein Gefühl ist wirklich zu dieser Entwicklungsaufgabe, das gelingt ihnen jetzt auch. Es hat vielleicht ein bisschen ausgesetzt während Corona, aber im Großen und Ganzen kriegen sie es auch jetzt ganz gut hin. Ne? Und die stoßen sich ihre Hörner im digitalen Raum ab in der Konfrontation mit den Eltern. Und es wird wie immer sein, wenn wir anfangen zum Fortnite spielen und sagen, wir finden das voll super, dass du YouTuber werden willst, wir kaufen dir eine Kamera, dann hört das auf, dann suchen sie sich was Neues. Ja. Das ist in dem Moment, wo wir gesagt haben, Skaten ist super, wir bauen euch Skateparks und stellen sogar ein Klo hin und einen Aschenbecher. In dem Moment hat das als Provokation nicht mehr so funktioniert. Ja, weil wir sind geordnete Bahnen lenken. Genau. Ja, Lukas, vielen lieben Dank. Die Zeit ist verflogen wie nix. Sind am Ende angelangt unseres Symposiums. Ja, Kontaktdaten. Ich schreibe noch schnell, falls was offen ist. Super. Großartig. Einmal das. Dann eine Sekunde. Ich muss immer tippen gleichzeitig. Ja, dann übernehme ich dabei das Reden. der Lukas schreibt ihm seine Kontaktdaten in den Chat, falls Fragen auftauchen, auch im Nachhinein. Gerne ihn persönlich kontaktieren. Selbstverständlich können Sie auch uns schreiben und wir leiten es an den Lukas weiter. Überhaupt kein Problem. Und wenn ihr von diesem Online-Symposium nicht genug kriegen könnt und das noch einmal anschauen möchtet, wie gesagt, es ist eben aufgezeichnet worden und as soon as possible wird das Ganze über unsere Website zum Nachschauen sein. Auch gerne zum Weiterempfehlen an eure Kolleginnen und Kollegen, falls es jemand live heute verpasst hat. Ansonsten, wie gesagt, ein weiteres Mal, ein letztes Mal heute, ich verspreche es, der Hinweis, falls noch jemand noch nicht den Namen und die E-Mail-Adresse in den Chat geschrieben hat, die oder der eine Teilnahmebestätigung braucht, jetzt wäre es die letzte Chance dazu,
voller Name plus E-Mail-Adresse in den Chat. Und dann kriegt ihr die zugeschickt. Und last but not least möchte ich euch noch einmal dazu einladen, jetzt haben wir sehr viel über die psychische Gesundheit von Jugendlichen gesprochen und unterschiedliche Themen dazu beleuchtet. Wenn ihr jetzt draufkommen seid, das wäre doch ein Thema, wo ich aktiv werden möchte und bei einer Einrichtung mit meinen Jugendlichen mich mit diesem Thema beschäftigen möchte, dann wäre es natürlich eine gute Möglichkeit, da Aktivitäten, Aktionen, Initiativen zu setzen. Und für die Umsetzung dieser Initiativen stehen euch bis zu 300 Euro über Gesund und Du zur Verfügung im aktuellen Fördercall. Alle Informationen und als Projektansuchen als Download auf gesund.logo.at. Auch dieser Link kommt gleich in den Chat. Und ich verspreche euch, wir haben das so gestaltet, dass es so bürokratisch wie notwendig ist, also sehr unbürokratisch und so niederschwellig wie möglich für euch, dass ihr wirklich auch Projekte umsetzen könnt. Zu diesem Thema, aber natürlich auch zu allen anderen Gesundheitsthemen, die im besten Fall natürlich auch gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt worden sind. Dann möchte ich euch noch den Online-Kurs ans Herz legen, den es zum Thema Gesundheitskompetenz gibt, den Workshop, den Methodenwürfel, alles findet ihr auf gesund.logo.at. Vielen lieben Dank, dass ihr das Interesse war großartig, wirklich geflasht hin und weg, dass so viele Menschen sich heute Zeit genommen haben, um bei diesem sehr, sehr wichtigen Thema auch dabei zu sein und sich selbst ein wenig fortzubilden. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag, einen schönen Nachmittag und wir sehen uns hoffentlich im Bälde wieder. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal.